Herzlich willkommen zwei weitere Folgen Kaffee mit Thüringen, die wir noch letzten Wochen hier retten. Der verstörend ist, sehr wie auch nicht richtig den Punkt finde. Weil wir eben noch die Calls erwischen. Mal aktivieren. Nein, ich muss aber. Fräsen, ne? Ups. Nehmen wir erst noch mit hier. Das Rathaus. Warum wird länger für? Und durch Gesicht. Naja, das ist irgendwie keine Kollision. Aber der muss weg. Aber der stört ein bisschen. Wenn er weiter will und bauen will, dann ist er hier im Weg nachher. Und da ich eh die Welten weggenommen habe, ist es ganz gut, wenn er gleich weggeht. Okay. Haben wir geschafft, über den Baum hier. Halt mal noch stehen. Ist zwar hier Sommer, aber ist egal. So. Ups. Das war eine harte Landung. So. Jetzt zu uns hier im Felde. Ja, im Wald. Jetzt kann ich mal Hacken verkaufen. Packen muss ich nicht, das ist gut. Aber das macht sie ja besser, wenn ein LKW hier fahren will, wenn ich hier Dinger weg bin. Die Kleinen sind zwar nicht so störend, da fällt er rüber, aber mit dem Großen wird besser, wenn die weg sind. Ja, der ist gefährlich, also der kommt auch weg.
Man muss nicht jeden Stunden wegnehmen, erst aber die meisten, wo man gut ankommt. Die anderen kann man hinterher machen. Weil da die Fräse sowas von gefräsig ist, nimmt die alles mit. Auch ganze Bäume. Sondern dann, wenn ich soll. Und diesen Rest hier, den kann man beruhigt mitnehmen. Da hat nicht mal gezuckt. Geschweige Späne rausgekommen. Nochmal ein Teil. Alles weg hier. Können wir bei Gelegenheit mal einen Hänger nehmen und entsprechend einlagern hier später. Und das werden wir im Winter verkaufen. Ich käme jetzt nicht viel und lege weg dafür. Muss man nicht mehr Hackschnitzel anpflanzen, also Pappe für Hackschnitzel. Bei so einem Baum hat man einfach zu viel Arbeit. Man verdient mit einem Baum mehr, wenn man den direkt als Baum verkaufen würde. Oder die dicken Dinger häckseln würde. In LR17 gab es hier so ein Hackschnitzel-Dings da, aktuell noch nicht gesehen, als Mod. Ich weiß, dass bei Multimap, da gibt es so ein Teil, aber fest verbaut. Da kommen wir nicht ran. Ich wollte, ach, das ist auch nicht so wichtig. Weil ich den Bäume das vielleicht nicht nehmen möchte. Ich denke mal, da ist es besser, ich nehme dafür Pappeln. Müssen wir so ein kleines Feld mal machen. Beziehungsweise, ja, es muss ein richtiges Feld sein, weil dann muss ja wer besser mit Helfer, sonst wird dann leichter zum Fahren. Der will nicht. Warum nicht? Ja. Mama ist ganz verrückt. Nee, vom Baum ist nicht gut. Weil wir zocken schon vor Angst. Weil die Fräse hat alles mit. So, ein paar haben wir noch und dann gehen wir gleich einladen, ne? So. Was für eine Fuhre wären, ne? Für zwei wird nicht ganz reich. Was ja die BGA auch nachbringt, dann müsst ihr ja eigentlich mindestens. Ja, damit sich lohnen, 200.000 bringen, ne? Das
Die Lade hat ungefähr 100.000 gekostet, weil ein bisschen mehr. Und da wäre es so schon gut, wenn das zumindest ein deutliches Plus ist. Sonst, wenn man Plus minus 0 macht, dann ist es ja sinnlos. So, wieder mein Holz einladen, ne? So dicken kleinen Monkey. Die bringt richtig viel Geld. Sehr weniger. Aber gut. Können die alle einen dicken haben, ne? Wenn wir auf den Ohr wegnehmen. Ja, das passt schon. Hinten fahren können die rot, das macht nichts. Umgekehrt ist blöd, wenn die vorne auf dem Dach landen. Dass der Waldboden so fest ist, sonst wird der LKW gleich festfahren nach diesem Regen. Dann müssten wir nur separat mit dem Radlader mal rausfahren, ne? Die entsprechende Bereifung hat oder zumindest den nötigen, ja, die breiten Reifen vor allen Dingen. So wie der Harvester mit Ketten. Böse Arbeit. Das manuell mit der Hand aufmachen müsste. Das kann man allein gleich meistern dann. Ist die hinten auch gesunken? Ja, klar. Wirklich hinten haben. Das ist so kurz. Warum so lang? Dann darf ich nur 5 Meter schneiden. Dann darf ich aber auch nicht fahren beim Aufladen. Aber es ist genug drauf. So, mal gucken. Ja, einer könnte noch werden. Wie gesagt, ich brauche 350.000 für das Lilo. Dann können wir den Kurs einfahren für den Führungskurs von den Feldern. Dann könnte theoretisch jeder Eindrescher auf dem Hafer fahren, wie einer. Ja, einen auf dem, ich glaube, Weizenfeld. Wenn alle vier so klein zerreif werden, dann können wir alle vier. Man muss nur schauen, Überladungswagen. Habe ich nur zwei. Aber wenn Hafe haben wir, da reicht ja einer aus. Und der andere muss halt dann für Weizengärten, ne? Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie noch einen Hänger habe. Ich damit mit Dolly können wir separat fahren lassen mit Traktor und zu einem LKW Überführungskurs. Eine Variante ist das. Aufsteigen. 48.000. Das sollte halt jetzt reichen, der Rest raus. Dann haben wir ja noch, ja. Also 20.000 haben wir schon verdient. Also vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld auf einer Bank. Könnte ja sein. Ah, nee, nix. 3 Millionen Schluss. Ich meine, die 3 Millionen ist normalerweise locker zurückgezahlt. Allein durch Holz, ne? Wenn wir das wollten. Außer Holzhütte kann ich machen. Viel zu aufwendig.
So, da haben wir ein, zwei. Hey. Hey. Baby. Wie gesagt, brauchen wir 20.000. Die Bank gibt mir kein Geld mehr. Ich bin schwer enttäuscht von der Bank. Ich dachte einmal Felder kauft, dass man im Prinzip dann in der Kreditwürdigkeit nochmal steigt, weil man ja im Prinzip einen Wert als Sicherheit da hat, ne? Wenn man die beiden Felder verkaufen würde, dann würde es locker, also die Felder an sich verkaufen würde, dann wäre der Kredit garantiert zurückgezahlt, ne? Auch wenn unsere Maschinen schon ein bisschen älter sind, teilweise haben die auch einen gewissen Wert, ne? Schönes im Wege. Schönes Holz, schönes Holz. Nicht aufnehmen. So schönes Holz. Der offizielle Weg scheint, ne? Beinahe Straße noch. Dann noch wir liegen. So später. Da quälen wir uns ja nicht rein in die Ecke. Ey. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und wegen Linke. Ciao, ciao. Hört und sieht sich dann vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.